Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Und zwar reagieren wir auf MC Bilal, seinen neuen Song. Karma ist das Ding. Ja, bin immer noch geflasht von seinem 100 Bars Ding vor ein paar Monaten. Digga, läuft immer noch ab und zu. Und ja, wir gucken mal, was er jetzt hier mit Karma gemacht hat. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Und fick mit anderen Frauen, doch dich ficken wird es Karma. Junge, du bist Gift, du bist Dreck, du bist Drama. Kranke Atmosphäre hier direkt, wie er das aufgebaut hat, weil ich meine, Tracks wie Karma gibt es natürlich wie Sand am Meer, ihr wisst doch Bescheid, Alter. Komm, wir gehen noch mal kurz zurück, Leute. Und fick mit anderen Frauen, doch dich ficken wird es Karma. Junge, du bist Gift, du bist Dreck, du bist Drama. Lächerliche Lügen, davon bist du voll. Du brachst mir mein Herz, dafür brech. Ah, Featuring Jolina habe ich gar nicht gelesen, Alter. Sorry, Leute. Krasse Sängerin, Alter. Digga, ist wirklich krass, wie die das hier rüberbringt. Das ganze Feeling kommt so direkt rüber. Nicht so, wie es so runtergerappt ist, sondern bei so einer Thematik finde ich, ist ein Sänger auch sehr gut als Feature gewählt. Und das Einzige, wo du voll bist, ist Lügen, Alter. Du bist Gift, du bist Drama. Du bist einfach, bleib weg, fix mit anderen Frauen, Digga. Du bist der größte Dreck überhaupt. Ist absolut nice. Ich dein Stolz, tu mir einen Gefallen, ruf nie wieder an. Ein Arschloch wie du macht mich nur krank. Ich will dich nicht sehen, du bist kein Mann. Tu mir den Gefallen, lass mich allein. Will dich nicht sehen, du bist kein Mann. Bitte tu mir einen Gefallen, lass mich allein. Ja, wird der Herzschmerz, Real Talk-mäßige Julina hier am Start. Und Digga, was soll ich euch sagen, Alter? Ist, ja, also ich bin jetzt, jeder weiß von mir, ich bin purer Rap-Nerd, so. Ich höre ja wirklich nur Rap, so ab und zu. Klar, wenn jetzt mal so eine Sängerin auf so einem Rap-Song ist und es klingt mal nice, so. Ich bin jetzt keiner, ich könnte mir jetzt kein Julina-Album so durchhören oder so. Aber hier auf dem Song ist gut gewählt und ja. Finde ich geil. Digga, also es kommt natürlich drauf an, wie die Hook gleich wird, wie MC, also ist jetzt kein, ist jetzt nicht der beste Track, den ich jemals gehört habe oder sowas in der Richtung, aber so finde ich nice. Ich an dein Wort zu halten, dazu bist du nicht imstande. Zu all deinen Freunden sagst du, ich sei eine Schlampe. Wüsste dein Vater, wie du andere Frauen behandelst. So ein Sohn ist für eine Mutter eine Schande. Geh Alter. Bist dein Vater, wie du deine Frauen behandelst? Für jede Mutter bist du eine Schande. Also, wenn man so einen Sohn hat, Digga, jede Mutter muss sich schämen. Kranke Zeilen, Gänsehautzeilen. Jeder kann sich mit diesem Thema auseinandersetzen, so. Weil das jeden halt, nicht jeden Mal passiert, aber jeder kennt jemanden, oder? Und so weiter. Es gibt viele Songs, viele Leute, die mit diesen Songs sehr viel anfangen können. Und der denen auch was gibt und ja, Musik mit Aussage. Geil. Und fick mit anderen Frauen, doch dich ficken wird das Karma. Junge, du bist Gift, du bist Dreck, du bist Drama. Sie macht hier auch die Hook. Ich denke mal, dass das die Hook ist. Auch nochmal, wie sie hier im Video immer so halb ausrastet und hier den Jungen am liebsten an die Kehle springen will. Digga, ist nice auch mit dem Video gemacht. Lächerliche Lügen, davon bist du voll. Du brauchst mir mein Herz, dafür breche ich dein Stolz. Geh und fick mit anderen Frauen, doch dich ficken wird das Karma. Junge, du bist Gift, du bist Dreck, du bist Drama. Selten so eine Sängerin gehört, wo es halt thematisch zum Song sehr geil gewählt ist und auch eine sehr gute Stimme hat. Wenn MC Bilal hier seinen Job erfüllt, sag ich jetzt mal, dann ist es ein nice Ding. Lächerliche Lügen, davon bist du voll. Du brauchst mir mein Herz, dafür breche ich dein Stolz. Du gibst die Fehler nicht zu, aber gibst jedem die Schuld. Entweder dein Handy war aus oder dein Handy war stumm. Du gibst die Fehler nicht zu, doch gibst jedem die Schuld. Sehr nice Einstieg hier auch. Gibst jedem die Schuld, entweder dein Handy war aus oder dein Handy war stumm. Brich mein Stolz, wenn du das kannst, ich warte darauf, komm und versuche es. Aber soll ich mal auspacken, soll ich mal zeigen, wie du bist? Ich hab dein Handy gesehen, red nicht von Karma, ich bin am Zug, du willst Stress. Ja, ist nice. Ist natürlich immer der Part, ist so ihre Geschichte.
Und jetzt erzählt er so seine Wahrheit, sage ich jetzt mal. So, man kann ja immer nur das, man kriegt ja immer nur, die Leute von ihr kriegen das zu hören. Er erzählt über sie das und so, weißt du? Ist nice. Nice gemacht, ey. Packen. Soll ich mal zeigen, wie du bist? Ich hab dein Handy gesehen, red nicht von Karma, ich bin am Zug. Du willst Stress, fick deinen Ruf. Wenn ich Dreck bin, was bist dann du? Denke nach den ganzen. Bo, wenn ich Dreck bin, was bist dann du? Digga, geil. Zeigen, wie du bist. Ich hab dein Handy gesehen, red nicht von Karma, ich bin am Zug. Du willst Stress, fick deinen Ruf. Wenn ich Dreck bin, was bist dann du? Denke nach den ganzen Tag. Warum tust du, als wärst du hart? Alle Männer haben dich verlassen wegen deiner psychisch kranken Art. Jeder. Alle deine Männer haben sich verlassen wegen deiner psychisch kranken Art. Auch wie er hier komplett ausrastet bei der Betonung kranken Art, feiere ich komplett. Ist nice gemacht. Nicht einfach runtergerappt, sondern. Das sind so Kleinigkeiten, aber die einen Song ausmachen, die Gefühle, die er hier hat, die er transportieren will, die er zeigen will, das Bild, was er machen will, was man mit der Musik zeigt, die bringen das dann nochmal viel krasser rüber. Du hast mich kaputt gemacht. Du hast in mir diese Wut entfacht. Tausende Jungs gehabt, aber mich hat noch nie irgendjemand zum Hund gemacht. Breche dein Herz dafür hundertfach und dich wundert das. Also unterlass diesen Hass, dass du Salz in die Wunden packst. Und fick mit anderen Frauen, doch dich ficken. Ja, ist nice. Ich sag ja, von der Thematik her, vielleicht der beste Track, den ich in diese Richtung gehört habe, was Karma und diese Sachen angeht. Ja, ist einfach geil gemacht. Wird es Karma, Junge, du bist Gift, du bist Dreck, du bist Drama. Lächerliche Lügen, davon bist du voll. Du brachst mir mein Herz, dafür breche ich dein Stolz. Geh und Du brichst mein Herz, dafür breche ich dir dein Stolz. Ja, hier nochmal die fick mit anderen Frauen, doch nicht ficken wird das Karma. Junge, du bist Gift, du bist Dreck, du bist Drama. Lächerliche Lügen. Ja, gefällt mir ganz gut. Ich sage ja, ist kein Song, den ich mir jetzt Dauerschleife geben könnte, so. Dafür muss man auch in der Stimmung sein für diese Art von Track, Musik. Muss man gerade Bock drauf haben, so, weißt du, ist jetzt nichts, aber es ist echte Musik, so. Echte Musik, die führen will, er will was mit seiner Musik aussagen, oder die beiden besser gesagt. Ich sage immer nur ihn. Und schon allein dafür, Props. Davon bist du voll. Du brauchst mir mein Herz, dafür breche ich dein Stolz. Ja, das war's von meinem Video von MC Bilal. Dass das Feature da ganz am Ende steht, das verwirrt mich auch komplett, Leute. Weil normalerweise ist immer MC Bilal, Feature Julina, Karma und dann steht der Produzent vielleicht noch ganz hinten. Produzent ist ja jetzt hier auch nicht bei. Auf jeden Fall, ja, schreibt mir eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare. Wenn ihr Webster feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.